Zwillinge, let's go. Es könnte sein, dass ihr einer Situation den Rücken kehrt. Das könnte sein, ich hoffe nicht, weil es gibt schlechtes Karma. Es kann sein, dass einige von euch in der Beziehung sind und vielleicht heimlich jemanden an der Seite hatten und ihr jetzt sagt, okay, ich kehre der heimlichen Situation den Rücken und widme mich wieder meiner Beziehung. As you should. Okay, first of all. Und für andere von euch kann es so sein, dass ihr einfach für euch beschlossen habt, dass eine Situation nichts mehr für euch ist. Kann ein Feuerzeichen beinhalten. Ich sehe hier gerade schon auf der Rückseite des Decks das Ass der Schwerter, also irgendeine Form der Klarheit. Lasst uns erstmal gucken. Team Zwillinge, was ist euer Fokus? Unfinished Symphony, nachdem ich gerade sage, ihr kehrt einer Situation den Rücken. Unfinished Symphony und dann haben wir die Karte Angel of Strength auf dem Kopf. Also als allererstes Mal ist euer Fokus, das hier richtig rumzudrehen. Ja? Angel of Strength ist eine Karte, wo es um Mut geht. Es ist ähnlich wie die Kraftkarte im Tarotdeck. Um Mut, Courage zeigen, ne? Sich durchbeißen, etwas auch wirklich, ja, ich sag mal, verfolgen und dann auch wirklich durchziehen. Und das ist hier auf dem Kopf. Ja, also es kann sehr gut sein, dass ihr vielleicht einen Moment der Schwäche hattet oder aber auch euer Partner. Ja, dreht es euch, wie es für euch richtig ist. Es ist eine generelle Legung, aber hier ist definitiv etwas nicht beendet und hier verlässt jemanden die Kraft dafür, es weiterzuführen. Solltet ihr bis jetzt damit resonieren, werdet ihr definitiv diese Energie auch verspüren. Auch wenn ihr nicht diejenigen seid, die vielleicht der Situation kurz den Rücken gekehrt haben. Es kann sein, dass ihr euch unsicher fühlt. Ja, in so einer Situation steckt keiner gerne, selbst wenn man diejenige ist, die irgendwie stabiler ist oder derjenige, der sagt, ey, ich weiß, was ich will, aber mein Fräuchchen läuft da irgendwie raus und weiß nicht, was es will, dann ist das für diejenigen Personen, die weiß, was sie will, ist es trotzdem ein Scheißgefühl. Ja? Also ist ganz wichtig, dass ihr den Fokus darauf legt, hier wieder Mut zu fassen in der Situation. Entweder für eure Beziehung oder für euch selbst. Ja, euch nicht unterkriegen zu lassen, sollte das nicht klappen. Lasst uns mal gucken hier. Ast der Schwerter, dahinter habe ich die Sonne und dahinter habe ich den Mond. Jemand hier wird sich über etwas klar, was bisher im Verborgenen gelegen hat, bisher irgendwie unter der Wasseroberfläche geschwommen ist. Das können auch tiefe Gefühle sein, die ihr hattet. Es kann sein, dass ihr intuitiv die ganze Zeit ein bestimmtes Gefühl hattet und das aber nicht durchkommen lassen habt oder nicht drauf gehört habt. Oder dass jetzt etwas ist, was euch dieses Gefühl final bestätigt. Ja? Also lasst uns gucken. Team Zwillinge. Erste Karte raus, der Hierophant. Was hat sich gedreht? 7 der Schwerter. Und 2 der Schwerter, das habe ich gerade gesagt, mit dahinter dem Magier. Hierophant, Stierenergie ist eine Energie von tatsächlich auch der Wahrheit, ja, also die höhere Wahrheit, sage ich immer, weil sagen wir jetzt mal, wir beide würden in einem Konflikt stecken, dann gibt es meine Wahrheit, wie ich die Situation gesehen habe, es gibt deine Wahrheit, wie du die Situation siehst und dann gibt es die tatsächliche Wahrheit, nämlich so, wie die Situation gewesen ist, ja, und das ist so ein bisschen der Hierophant, der spiegelt so ein bisschen wieder, wie ist es tatsächlich, es ist aber auch ganz klar eine Karte von Commitment, ja, von Bindungen, von ernsthaften Bindungen, auch das kann eine Ehe sein, das kann eine Langzeitbeziehung sein, aber es ist definitiv hier etwas von Ernsthaftigkeit. Und dann haben wir die 7 der Schwerter. Ja, die 7 der Schwerter, eine Karte von Strategie, aber auch Lug und Betrug, sich das zu nehmen, was man braucht von einer Situation und dann damit zu verschwinden. Es ist in diesem Deck ganz speziell auch eine Karte, die beschreibt, dass das Universum quasi Zeuge von etwas wird. Ja, heißt also, wenn du rein Herzens gehandelt hast und jemand anders nicht, dann hat das Universum das gesehen und dafür gibt es Karma. Für die Person die gerechte Strafe und für das eben das, was du dir dadurch verdient hast, als, ich sag mal, Wiedergutmachung. Ja, aber ich sehe hier auch die 2 der Schwerter. Jemand hat hier bisher die Augen vor etwas verschlossen.
Und es kann sehr gut entweder eine Art der Manipulation sein oder aber die eigenen Kräfte. Vermeidung kann hier ganz klar auch ein strategisches Ding sein. Ja, das muss nicht zwingend, die Karte muss nicht zwingend nur Betrug sein. Es kann auch sein, dass das hier dafür steht, dass jemand vermieden hat, die Augen zu öffnen. Vermieden hat, in den Tatsachen ins Auge zu sehen und zu sagen, okay, wenn ich möchte, habe ich alle Instrumente oder alle Kräfte, mich aus der Situation zu entfernen. Vermeiden zu sich selbst einzugestehen, dass man vielleicht manipuliert wird. Oder aber auch zu vermeiden, dass man vielleicht sich einfach gerade verhält wie ein Trottel. Ne, es ist so ein bisschen dieses hier, das Universum ist hier quasi, liegt euch zu Füßen. Ihr könnt mit dem Universum kreieren, was ihr gerne kreieren möchtet. Und hier ist jemand, der sagt, ich mach die Augen zu. Ja. Es ist so auch so ein bisschen wie Ewigkeiten an einer alten Liebe kleben bleiben, obwohl man vor Augen die Crème de la Crème an Optionen hat, die einen weitaus besser behandeln würden, wo es einem selber besser gehen würde, wo man was Neues erleben würde, was wieder Wachstum bedeuten würde, all sowas. Und jemand bleibt kleben und sagt, ja, ich kann einfach nicht vergessen, wie er mich vor 5 Jahren an der Ecke unter der Straßenlaterne einmal kurz angeguckt hat. Ich weiß, es ist was Besonderes zwischen uns. Ich weiß, da ist mein Seelenverwandter. Cut the shit out. Cut it out. Hört auf, Limerence zu betreiben. Das ist Limerence, okay? Das hat nichts mit wahren Gefühlen zu tun. Oder es ist sehr wahrscheinlich Limerence. Das Limerence ist obsessive Verliebtheit. Geht euch den Be Begriff, ich glaube, geschrieben Limerenze mit C. Geht euch den Begriff angucken. Der Hierophant erklärt mit Kraft und der Königin der Münzen. Und hier haben wir die Kraftkarte jetzt diesmal richtig rum, das finde ich interessant. Und die Acht der Kelche mit dem König der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Jemand hier möchte Loyalität. Entweder von der anderen Person oder aber jemand möchte loyal sich selbst gegenüber sein. Denn wenn man in einer Beziehung ist zum Beispiel und sich Ewigkeiten betrügen lässt, ja, und das immer irgendwie die Augen davor verschließt, ist man sich selbst ja auch nicht loyal gegenüber. Zumindest dann nicht, wenn das eine von deinen Werten ist, dass du sagst, ey, ich möchte Loyalität in meiner Beziehung. Ja, wenn man dann hingeht und sich ewig betrügen lässt und sagt, la 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 la, ich krieg davon nichts mit, dann betuppst du dich selber. Ja, die Kraftkarte und die Königin der Münzen, die den Hierophant hier erklären. Ich habe hier zwei Szenarien. Es kann einmal sein, dass jemand hier seine wärmende Seite, seine Königin der Münzenseite zurückhält, beziehungsweise gerade erstmal ein bisschen mit Handbremse auslebt oder dann eben nicht auslebt, aufgrund von den 7 der Schwertern, aufgrund dessen, dass jemand hier das Gefühl hat, er wird betrogen. Ja, ich glaube, das ist es. Jemand hier zieht sich zurück, zieht seine warme Seite ein bisschen zurück und geht rational an das Ganze dran. Entweder um die Situation nochmal zu reflektieren oder um zu gucken, kommt von der anderen Person auch was. Oder weil ihr vielleicht auch wisst, was bei der anderen Person los ist. Ne? Ich meine, bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der Energie lesen kann. Viele Leute können das, dafür braucht man keine Karten. Ja, weil ich finde das immer so witzig, wenn die Leute sagen, ja, brauchst du noch. Also ich weiß, die sagen das, weil sie es einfach nicht besser wissen oder es ihnen vielleicht nicht bewusst ist. Aber ja, brauchst du noch dies und das und jenes, um in die Energie gucken zu können? Nein, ich brauche gar nichts. Ich muss mich im Grunde einfach mit dir befassen in irgendeiner Form. Ich muss entweder vor dir stehen oder deine Stimme hören oder du musst mir was aufgeschrieben haben. Ich brauche nicht mehr als meine Intuition und mich, um Energie zu lesen.
Die Karten hier, die halten mir das nochmal bildlich vor Augen. Ich bin ein visueller Mensch. Es klappt für mich besser und schneller, wenn ich die Karten sehe und daraus meine Schlüsse ziehen kann. Aber das ist nichts, was ich brauche, um tatsächlich eine Situation zu lesen. Ja, und viele Menschen können Energie lesen. Also eigentlich jeder. Aber Leute sind, blockieren sich selber. Und es kann sehr gut sein, dass jemand hier schon weiß, was im Inneren von der anderen Person los ist und sich jetzt zurückzieht, um zu sehen, ob die Person das Innere dann auch nach außen trägt. Sieben der Schwerter erklärt mit Königin der Kelche und dem Königin dem König der Münzen. Und hier haben wir es ganz klar wie Kloßbrühe. Wir haben König und Königin im Deck zusammen. Ja, also bei mir sitzen sie jeweils mit dem Rücken zueinander. Heißt, wir haben das perfekte Match. Und wer sitzt in der Mitte? Die Königin der Kelche. Und die Königin der Kelche ist definitiv auch schon mal die andere. Was soll ich sagen? Jemand hier hat sehr wahrscheinlich eine Affäre. Oder jemand lässt sich zumindest, ich will nicht mal unbedingt sagen, dass es die tiefsten Gefühle sind, die jemand hier zu jemand anderem hat. Aber was ich sagen möchte, ist, dass diese Person Gefühle in eurer, also in eurer, in der, in eurem Partner wecken kann. Die eurem Partner oder eurer Person irgendwas geben, warum sie sagen, ja, okay, dann bin ich ein bisschen shady hier. Anderes Szenario ist, dass einige von euch hier jemanden haben, weil ich habe eben gesagt, ja, das Universum, es kann auch sein, dass die Sieben der Schwerter dafür steht, dass das Universum quasi Zeuge davon wird, was wirklich ist. Königin der Kelche gepaart mit dem König der Münzen könnte auch bedeuten, dass das Universum mit den Sieben der Schwertern hier quasi Licht darauf leuchtet, was bei eurem König der Münzen hier los ist. Gefühlstechnisch. Ja, weil ich habe eben gesagt, ja, Energie lesen, bla bla bla. Ich habe die auch die zwei der Kelche gesehen. Es kann auch sein, dass jemand die Augen vor seinen Gefühlen schließt und die bisher so getan hat, als wenn er gar nichts für euch fühlt. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass die Person, mit der ihr zu tun habt, ne, dass ihr sagt, okay, nee, ich glaube, die fühlt nichts für mich. Und vielleicht denkt ihr deswegen, es gibt jemand anders im Hintergrund. Also wir haben zwei Kategorien. Wir haben einmal diejenigen, wo es tatsächlich so ist. Und dann haben wir diejenigen, die eigentlich davon oder die denken, dass es so ist. Aber das ist nicht so. Es geht mehr darum, dass eure Person verheimlicht, dass sie verliebt ist oder euch liebt. Zwei der Schwerter erklärt ein Bube der Schwerter. Und dann haben wir die Königin der Schwerter und die Neun der Stäbe. Jemand hier möchte gerne rausfinden, oder beziehungsweise jemand hier versucht seine Emotionen zu rationalisieren. Ganz klare Geschichte. Jemand weiß, dass er was verspürt. Jemand kann das, das ist auch ein starkes Gefühl, was hier jemand hat, aber jemand versucht, sich seine Gefühle rational zu erklären. Und du kannst natürlich deine Gefühle rational erklären, aber wenn man seine Gefühle verrationali oder rationalisiert, dann ist es wieder nicht mehr gut. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ich habe Geburtstag, niemand denkt an mich, bin deswegen traurig. Dann kann ich hingehen und sagen, hey, ich bin traurig, weil an meinem Geburtstag niemand an mich gedacht hat und das hat mich so und so und so fühlen lassen. Also rational auf die Situation drauf gucken und das dann auch schildern. Oder ich kann sagen, an meinem Geburtstag hat niemand an mich gedacht. Aber ich denke, ich reagiere da einfach so sensibel drauf oder ich habe in dem Moment so sehr sensibel darauf reagiert, weil irgendwann in meiner Kindheit, da hat mal mein Kindergartenfreund mir am Kindergartentisch gesagt, dass mein Geburtstag scheiße ist und dass er gar nicht zählt. Und das ist so, ne, das habe ich einfach in mir behalten, aber das ist jetzt auch nicht so wild und deswegen sind da ein paar Tränen geflossen, aber es ist eigentlich gar nichts, es ist eigentlich einfach nur, es ist easy. Komm, lass uns Kaffee trinken gehen. Das ist rationalisieren. Ja, und das ist Quatsch. Wir wissen beide, dass du nicht traurig warst, weil im Kindergarten der Timo dir am Kindergartentisch mal gesagt hat, dass dein Geburtstagskuchen oder dein Geburtstagsscheiße ist. Ja, das ist Quatsch. Ganz viele Menschen rationalisieren ihre Emotionen und denken dann, dass sie sich durch etwas durchgearbeitet haben. Aber sobald ihr wieder in die Situation kommen werdet, werdet ihr merken, dass das it's a no. Man muss Emotionen, wenn man sie bearbeiten möchte, durchfühlen. Es geht kein Weg dran vorbei. Du kannst sie rationalisieren, die werden aber dann trotzdem in der Form wieder hochkommen und du hast gar nichts bearbeitet. Gefühle muss man durchfühlen, Gedanken muss man durchdenken. Okay?
der Magier, jetzt bin ich mal gespannt, der Magier und 10 der Schwerter mit den 6 der Stäben. Und dann haben wir den Herrscher auf der Rückseite des Decks. Also jemand hier wird klarkommen. Jemand hier wird etwas beenden, wird einen Zyklus beenden, wird vielleicht auch selbstsabotierende Gedanken für diejenigen oder für diejenigen, die hier diese Rationalisierung machen. Das wird enden und jemand hier wird auch wissen, welches Instrument er nutzen muss, um erfolgreich aus dieser Situation rauszukommen. So erfolgreich, dass es nachher im Außen dann auch gesehen wird. Für andere von euch, für diejenigen, die hier mit jemandem zu tun haben, der eine Dreieckskonstellation oder der euch an der Nase rumführt, bei euch kann ich ganz klar sagen, dass hier gar nichts enden wird, außer, dass die Person euch vielleicht suggerieren wird, dass etwas geendet ist, weil, also es ist eine Ego-Geschichte hier. Jemand möchte hier von mehreren Menschen bejubelt werden und ihr werdet darüber, spätestens wenn euch das Universum so richtig einen Gong gibt, werdet ihr Klarheit darüber bekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass einige von euch auch jetzt schon Klarheit bekommen. Don't shoot the messenger, okay? Ich überbringe nur die Nachricht. Ich bin nicht derjenige, der fremdgegangen ist, okay? Also Leute, ich lasse euer Reading hier. Sehr interessant. An Sternzeichen haben wir Mond in Wassermann, wir haben Steinbock, wir haben Stier, wir haben Löwe, wir haben noch mehr Stier. Ich habe Zwillinge. Ich habe auch Waage und Wassermann. Und dann habe ich Widder? Habe ich Widder gesagt? Widder habe ich auch hier. Okay? Also Leute, wie immer. Ach so, ein Skorpion. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Wer ein privates Reading haben möchte, findet meinen Link zu meiner Website in der Infobox unter jedem Video. Da findet ihr auch den Link zum Conscious Club, wenn ihr gerne dabei treten möchtet. Sowie meine Instagram-Accounts. Und ansonsten, wie immer, sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye-bye.